dass ein Schüler von seinem Meister eine Achtsamkeits- und Konzentrationsübung bekommen hat. Er hatte lange geübt, Achtsamkeit, Konzentration immer schärfer und einspitziger werden zu lassen, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Und da bekam er die Aufgabe, dass er ein Gefäß mit Öl, randvoll mit Öl, über einen Platz hinweg tragen sollte, wo gerade Kirmes war, wo Gaukler waren, wo hübsche Mädchen tanzten und alles Mögliche, also Ablenkung da war. Und hinter ihm ging ein Samurai mit einem Schwert. Und wenn ein Tropfen davon vergießen würde, würde der Kopf abgeschlagen werden. So scharf sollte die Konzentration sein. Und der Junge konnte also nicht links, nicht rechts schauen, konnte sich von keinem Gefühl, konnte sich nicht anstoßen lassen, musste ganz vorsichtig sein, absolut vorsichtig, um sein Leben zu erhalten. Und kam dann wirklich bei seinem Meister an. Und da verneigt sich dann der Meister vor dem Schüler. Aber so rigoros wird es dargestellt, ist natürlich nur eine Metapher, aber trotzdem so dargestellt, du solltest deine Achtsamkeit so straff mal dabei halten, als wenn dein Leben davon abhinge. Und manchmal ist es ganz gut. Manchmal ist es ganz gut. Ich muss aufpassen, jetzt einfach, es geht nicht anders so. Sie sagen immer nur, ach komm mal, so freundlich, bleib mal dran, ist ja gar nicht so wichtig das andere und so, komm, sag mal, das ist nächste Gedanken da und dann wieder da und da. Und wenn man da manchmal rigoros sagt, es hängt dein Leben davon ab, bleib dran. Dann geht's. Ich habe mir vorgestellt, dass zum Beispiel Astronauten, die da oben an so einem Ding hängen und müssen irgendwas reparieren, bei denen hängt auch das Leben davon ab, dass sie ganz konzentriert dabei sind, dass sie nicht ein bisschen daneben sind oder was Falsches machen. Da geht es ums Leben, nicht nur um ihr eigenes, sondern um das Leben der Kameraden oder wie dabei sind auch. Es gibt öfter mal Situationen. Müssen nicht Astronauten, kann man auch anderswo. Ne? Das ist ganz, ganz dabei sein, sonst geht es aus. Im Grunde ist es ja auch beim Autofahren, aber wir sind so gewohnt. Wir glauben, das können wir mit einem Finger schon, ne? Und wenn dann eine Situation kommt, dann geht es aber fast. Dann muss man jetzt nichts, also es jetzt, was jetzt, ganz genau. Ja, Achtsamkeit. Mal gucken, ob ich damit mit dieser Form von Achtsamkeit mal was anfangen könnte. Ich habe mir zum Beispiel mal vorgenommen, irgendwas auswendig zu lernen von der Lehre. Und da habe ich mir vorgenommen, wenn du das bis abends nicht kannst, dann kriegst du das nicht zum Abendbrot. So, das ist jetzt einfach mal für dich die Konsequenz, das musst du jetzt mal durchführen. Denn ich hatte dann bei der Hälfte, ach, ist so schwierig, ach, gleich mal für morgen und so. Nein, du kriegst, so, war gut. Ich muss ehrlich sagen, das tat mir gut. Ich war dabei und am Abend war ich stolz, dass ich es konnte. Ja, man kann auch so ruhig mal mit ein bisschen rigoros umgehen. Sanft da, wenn man so gestresst ist, ist richtig, da muss man mal auslassen und sagen, jetzt nicht, jetzt gibt ja auch mal Ruhe und so. Und dann auch mal wieder anziehen und sagen, jetzt ist es dran, bitte. Jetzt bist du ausgeruht, jetzt kannst du mal richtig voll dran gehen. Und dieses voll rangehen macht mich im Grunde Spaß, wenn so voll dran ist an einer Sache. Ich finde es witzig. Ne? Immer nur so mit dem Ausweichen, Ideen, halbe Sache. Jetzt mal schauen, wie ist denn das in unserem Leben? Wo können wir denn morgens mal meditieren? Alle, die länger schon meditiert haben morgens und es dann aufgegeben haben, was ja leicht immer wieder passiert, denn es ist ja so schwierig, muss ich dann extra früher aufstehen oder hinsetzen und dann meinen Platz erst richten. Also das darf schon gar nicht passieren, man muss seinen Platz da
fest haben. Wenn es neben dem Bett in der Ecke ist, aber einen fixen Platz, wo man sitzen kann, ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn man erst anfängt und zu räumen und zu suchen, wo habe ich ein Kissen, wo habe ich denn vielleicht einen Schal zum Umlegen, das schon geht meistens gar nicht. Also das schon mal machen. Und dann mal gucken. Manche Leute sagen morgens, das ist für mich, da bin ich noch schläfrig und da kann ich mich gar nicht konzentrieren. Oder ich bin so unruhig, weil ich für den Tag noch so viel vorhabe. Beides ist natürlich nicht allzu günstig für die Meditation. Aber vielleicht sollte man es ruhig mal, trotz Schläfrigkeit, trotz vielen Vorhaben, einfach mal sagen, das mache ich. Denn ich habe festgestellt, wenn ich es nicht mache, falle ich sehr aus meiner Mitte heraus und das Ganze wird schwieriger. Ich finde meine Ruhe nicht mehr. Und wer länger meditiert hat, merkt es, dass es wirklich ohne Meditation bedeutend schlechter geht dann das Leben. Und da kann man viel leichter in Stress geraten und abbauen, körperlich und geistig. Man muss was tun. Und wenn man eine Viertelstunde sich mal hinsetzt, die meisten können Yoga morgens leichter machen als Meditation. Die Übung geht leichter, weil man da was aktiv was tun muss, ist meistens leichter. Und mal schauen, kann ich nicht doch eine kurze Zeit der Meditation anhängen. Was ich auch hilfreich finde, dass man ja morgens auch was von Metta macht, und da ist unser Metta-Lied, Licht vom Himmel, einfach gegeben. Licht ist immer schon mal etwas Befreiendes, Heiteres, Erhebendes, auch Kraftvolles. Auch wenn es regnet, beginnt auch der Tag. Trotzdem. Also das tun. Und wenn man morgens so einen richtigen Hänger hat, finde ich gut, dass man die Verehrungs- und Zuflussform spricht. Finde ich ganz, ganz gut. Das ist ein Hänger, ich komme gar nicht auf die Beine. Was soll der ganze Tag? Nicht so hingehen, sich verneigen. Verehrung, man kann es in Deutsch sagen, Verehrung, dem erhabenen, reinen, vollkommen erwachten. Ich gehe zum Buddha als mein Lehrer. Oder ich nehme Zuflucht zum Buddha einfach. Ich nehme Zuflucht zur Lehre. Ich nehme Zuflucht zur Gemeinschaft. Nur mal gar nicht die Wiederholung. Wenn man das allein durchzieht, das ist nicht mal 15 Sekunden. Wer dazu nicht die Zeit hat, der will es nicht. Also da muss ich ganz klar sein, was man will und was man nicht will. Also das richtig sich einüben morgens, ohne dass gehe ich nicht aus dem Haus oder tue meine Hausarbeit nicht, dass ich nicht kurz, irgendwo hat man einen kleinen Buddha stehen, da muss ja kein großer Altar sein, das ist gar nicht nötig, aber die meisten haben einen Buddha da stehen. Oder sie haben ein schönes Bild, das symbolisch etwas Besonderes, also etwas Erhabenes, besonders Spirituelles bedeutet. Muss kein Buddha sein unbedingt. In manchen Zentren, das im Haus der Stille, haben sie einen wunderschönen großen Stein liegen. Nur ein Stein, wer den Haus der Stille kennt. Tja, Symbol für dieses vollkommen rund, da ist eine Einheit drin, das ist neben diesen Stein als ihr Symbol für Einheit, auch für Buddha-Natur. Festigkeit, Sicherheit, Einheit, auch Wandel, Stein ist auch Wandel. Ist ja so geworden, ne? War ja nie so. Also so etwas ganz wichtig. Dann bringt man die Achtsamkeit in seine Arbeit hinein. Was muss man denn da machen? Achtsame Pausen. Ganz wichtig, diese ganz kurzen Pausen, die achtsamen Pausen, ist ganz, ganz wichtig am Tag. Wo immer man ist, ob im Büro oder zu Hause oder unterwegs, sich irgendwelche Symbole suchen für eine Pause. Symbol heißt, die Chatanda hatte natürlich die Achtsamkeitsglocke, dass man dann eben, was wir ja auch mal gemacht haben,
zwei Atemzüge macht, bei mir sein. Bei mir, hier und jetzt. Man kann, wenn man im Büro war, ein bestimmtes Bild oder was anschauen. Aha. Jetzt, Moment. Pause. Diese kleine Pause, die kleinen Stopp. Man kann auch sich einfach mit seinen Händen mal irgendwas was machen. Du hattest immer vor, was mit den Händen zu machen, Bernd. Hast du das auch durchgeführt mal? Also nach der Meditation sammle ich immer drei Atemzüge. Nach der Meditation? Nach der Meditation. Und wenn ich es dann brauche, vor einem Gespräch oder so, dann sitze ich noch im Auto und... Das tust du schon. Ja. Wunderbar. Aber nicht so oft, als ich dachte. Ja, ja. Aber er hält dieses so, dieses ist ja auch so Halt bekommen, Sicherheit bekommen, nicht? Oder man dieses Gefühl von der Achtsamkeit beim Meditieren, dass ich da einen Anker setze und wenn ich so mache, dass ich es wieder bekomme. Schön. Sehr schön. Also man kann auch das als ein Symbol benutzen oder wie Anker, Symbol. Sehr schön. Und ich habe meistens, aber so unterschiedlich so, sonst habe ich auch sehr gerne diese Haltung im Bild, die kann man ja dann auch mal, aha. Und manchmal geht es automatisch, dass die Hände so sind. Ja, ah ja, Meditation. Also Achtsamkeit. Mhm. Hm? Was ich immer eine ganze Zeit gemacht habe, ich komme ja nur, ich habe überhaupt keinen Ort oder Moment oder so, einfach das Hände waschen, ist gut. Okay. Da kann man immer kurz sagen, reinhalten oder irgendwas. Also das habe ich eine ganze Weile gemacht, das hat super geholfen. Dann möchte ich ja doch sehr oft. Ja, Hände wäscht man ja dann öfter, ja. Nicht? Gerade so, wenn man so Schule oder wo du bist oder da, nicht? Oder auch im Haushalt, nicht? Hände waschen ist ja auch das Reinhalten. Bitte? Bei jedem Händewaschen. Reinheit, lässt man hier Wasser auch ablaufen, ist auch das Laufen, nicht? Das ist schön. Sehr schöne Möglichkeit beim Händewaschen. Bei jedem Händewaschen, ganz achtsam zu sein. Und diese kleinen Momente, die helfen einem, weil man nicht herausfällt aus der ganzen Achtsamkeit. Haben wir noch andere Ideen? Die bewährte Klo-Meditation. Ja. Der Gang auf die Toilette versuche ich, im Klo zu sitzen und zu denken, ja. Da zu sein. Einfach da zu sein. Und das sind viele Momente. Man geht oft auf die Toilette. Ja. Man muss am Tag öfter mal aufs Klo. Und das ist eine sehr gute Sache. Und übrigens steht das sogar in einem Buddha-Sutra. Dass man achtsam beim Essen, achtsam beim Gehen, achtsam beim Entleeren und so, das steht richtig da, weil er findet, da sollte man auch aufpassen, auch dabei sein. Ja, sehr schön. Da kann man auch schon vorher, wenn ja. Man merkt, man muss, also ja. Auch der Wunsch zu gehen, ja. Versuche ich dann auch. Mhm. Da kann ich richtig gut aussteigen dann aus dem, was ich gerade mache. Ja. Ah, und dann geht's. Mir gefallen die Kurzmeditationen von Thich Nhat Hanh so gut, wie bei der roten Ampel stehen, anstatt sich zu ärgern. Das als Möglichkeit sehen, mal ein paar Atemzüge hier zu sein. Ja. Oder die kleine zwei Atemzüge Meditation, wo er sagt, ich atme ein und beruhige meinen Körper, ich atme aus und lächle. Ich atme ein und weiß, es ist ein wunderbarer Moment. Ich atme aus und weiß. Ich glaube, die meisten davon sind ja im Wunder der Achtsamkeit, nicht? Da sind sehr viele von diesen Sachen drin. Sehr schön, das Wunder der Achtsamkeit, ein kleines Büchlein von Thich Nhat Hanh, sehr zu empfehlen, ja. Und das andere. Telefon, ja, dann Telefon an. Gar nicht erst sofort abnehmen, sondern ruhig mal dreimal läuten lassen, oder fünfmal, man hat ja sogar gesagt, dann legen wir manche schon auf. Aber also bei drei, nicht, und beim vierten Mal daneben, da sind die meisten Leute noch dran, nicht? Ein bisschen aufpassen, nicht? Aber das ist schön. Da kann man nämlich auch bis im vierten einige Atemzüge gemacht haben. Achtsam.
ich muss ja auch sehr viel telefonieren, also so 40, 50 Gespräche am Tag. Und ich habe mir neben dem Bildschirm so Zettel gehängt mit einem Metaspruch. Also den schaue ich dann immer an, weil ich muss eh dann auf den Bildschirm schauen. Und da steht dann zum Beispiel, drauf mögen meine Worte wie Perlen und Juwelen sein oder so ähnlich. Und das hilft halt wirklich. Also ich stelle mir dann auch den Menschen vor, den ich dann am Telefon habe. Also nicht nur die Stimme, sondern wo der jetzt vielleicht gerade ist, sein Umfeld oder so. Mhm. Und dieser Metaspruch, der hilft mir dann immer. Da bin ich dann richtig gesammelt. Du kannst dich dann auch besser mit den Leuten reden. Ja, also das ist ganz wunderbar. Das merkt man dann auch wirklich bei mir an der Stimme. Das merke ich selber. Die ist dann viel weicher. Also wenn ich wie heißt Umfeld denn mit der Fuß, habe ich nicht ganz kurz gesagt. Das mögen meine Worte wie Juwelen und Perlen sein. Schön. Wie Juwelen? Und Perlen. Und? Perlen. Perlen, wie Juwelen. Schön. Weißt du, man kann schön reich sein. Ja, ja. Mögen meine Worte wie Juwelen und Perlen sein. Ist doch herrlich. Ja, ja, ja. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ich habe auf meinem Computerbildschirm einen sitzenden Buddha und darunter habe ich möglichst zufrieden und glücklich sein. Ja. Und hast du öfter kommt das Bild? Das ist ständig da. Aha. Aha, ja. Und dann kannst du immer mal zufrieden und glücklich. Ich hatte es am Computer am Bildschirm schon auf der Rollzeile. Ja, ja. Ein Pausenzeichen, was du beläuft, ne? Ja. Ich glaube, beim Handy gibt es einen Starttext, wenn man einschaltet. Aha. Und den habe ich auch auf Sanftmut und Ehrgefühl. Aha. Sanftmut und Ehrgefühl. Schön. Ja. Am Handy habe ich auch ein kleines Bild, eine Zeit lang vom buddhistischen Zentrum von Buddha und jetzt in letzter Zeit von hier, von einem schönen Zimmer oder einem schönen Ort in Schweiz, also hier im Zentrum. Aber was anderes. Ich habe mir das angewöhnt und das empfinde ich als extrem angenehm, wenn ich auf der Couch liege, sollte ich öfters vielleicht auch im Stehen oder so machen, das ist so ein Moment wirklich wie in den Körper reinschlüpfen und dann merke ich, wo ich überall völlig verspannt bin. Und nicht, dass ich es gleich dagegen tun kann, aber da merkt man erst so auch die innere Haltung, dass man vielleicht irgendwo verkrampft ist oder wütend oder ungeduldig. Und das tut mir sehr gut, weil man diesen Moment, wo ich merke, oh, ich meine Schultern und gebe mal nach. Das ist sehr befreiend. Sobald man es ja merkt, ändert sich ja schon noch was. Ja. Nee? Das ist einfach das Wahrnehmen, das Bemerken, das macht schon was, ja. Aber diese kleine Geschichte finde ich auch ganz schön, dass eine Frau, die einen Bioladen hatte, auch eine Meditierende oder zumindest war immer wieder dabei, manchmal auch wieder rausgefallen, wieder rein und so nicht. Und das in ihrem Bioladen, da kamen immer so zwei Leute, die reinkamen, da ist eine kleine Glocke an der Tür, nicht bimmelt denn so, wie man kennt, so rutscht da vorbei und ja. Und sie denkt, das ist so ein Kunde und die lassen sich alles erklären und welche Inhalte da sind und das und das und ja, und sie gibt sich Mühe und so. Und dann, ja, das muss ich mir nur überlegen oder nehme dann sozusagen ein Räucherstäbchen mit raus. Ne? Sie hat sich die ganze Zeit bemüht, andere wartet schon und sie spricht mit jemandem und merkt schon, sie kaufen fast nie was. Sind zwei so, wo sie wirklich dann schon, da, oh Gott, sie kommt schon wieder. Ne? So. Aber sie muss ja bedienen und es geht ja nicht, dass sie die dann stehen lässt. Also sie hat damit Schwierigkeiten gehabt und hatte irgendwo so ein so war schon Widerstand dagegen, wenn überhaupt nur reinkam. Die hörte schon am Tritt, wie die reinkam. Ja, und dann hat sie überlegt, was sie so machen könnte. Und dann hat sie so an Meta gedacht und dann sagte sie, bei jedem Gong, der reinkommt, Segen mit dir. Egal, wer da reinkommt, Segen mit dir. Und das hat ihr so geholfen, dass sie dann viel ruhiger war, wenn die was gefragt haben. Und sie sagte, erstaunlicherweise haben die mich gar nicht mehr so lange aufgehalten. Es war so wie ein Wunder, dass sie nicht mehr so lange. Und da sagte ich, ja, wahrscheinlich wollten die deine Aufmerksamkeit haben und haben gemerkt, wie du dich eigentlich entziehen wolltest. Merkt man ja, nicht? Der andere will eigentlich gar nicht mehr. Nicht?
Und dann klammern ja wie bei Kindern, klammern sie erst recht. Und nachdem sie dann so reden mit dir konnte, so ganz in Ruhe und freundlich dem Leute zuwenden, dann ging das viel leichter. Und sagt er dann, und dann habe ich mir sogar angewöhnt beim Rausgehen, geh mit Segen, Segen mit dir reinkommen, Segen mit dir rausgehen, sagt sie, das war alles für sie viel leichter dann. Auch eine Möglichkeit. So, jetzt möchte ich ganz gerne, ja, abends, Metta. Ohne Metta, nicht ins Metta. Richtig, richtig, richtig. Das abends ist keine Ausrede, ob man im Hotel ist oder nicht ist oder ganz egal wo, man kann überall Metta machen. Und wenn man mit den Sprüchlein vom Thich Nhat Hanh das macht, ihr habt sie alle, diese Sprüchlein, nicht, habe ich am Anfang hier verteilt, oder war das nicht so? Also, ja, doch, die Meditation der Liebe. Die Meditation der Liebe. Möglich frei sein von Verletzungen und Kränkung. Ja, habe ich hier gesehen. Und so weiter. Kleine Zettelchen. Ach, gestern. Ja, deshalb. Du bist klein. Ich habe gedacht, die Lieder hast du gerade Nein, der so. Liebe. Ich hoffe, dass so klein wie das Zettelchen ist, so wichtig ist es. Und hier manche können schon auswendig. Und das sollte jeder wirklich mal lernen, auswendig lernen, dass man die richtig sich sagen kann. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Ich finde, bewährt hat sich dein Vorschlag zumindest für mich, sich einen Satz herauszusuchen und den mehrmals zu wiederholen, abends oder auch während des Tages. Ja. Das, also wirklich nur einen, das war für mich sehr hilfreich. Ich meine, erstmal auswendig lernen und dann, den Bottich abwehren zu tun. Das ist ganz richtig, ganz richtig. Und kein Abendbrot natürlich, bevor es nicht aus. Ja, genau, mach mal. Heute lerne ich das, aber wenn es ja noch nicht sagt, würde ich gerne. Ja, jetzt anfangen und sagen, noch kein Mittagessen, bevor es nicht anlegt. Jetzt ist die Zeit ist jetzt etwas zu knapp, sonst könnte man das ja sagen. Ne? Zumindest eine Zeile, zwei Zeilen. Und sich eine Zeile richtig, wie du sagst, morgens mal vornehmen, die vielleicht am Abend auch schon groß schreiben, sich hinlegen und das ist jetzt heute mein Motto für den Tag. Und den x-mal diese eine Zeile, die bringt ja auch immer wieder zum Hier und Jetzt. Ja. Also ich habe dann einmal jede Zeile kontempliert und einfach geschaut, was bedeutet Freefall für mich, was bedeutet frei von Verletzung oder Verstrickung. Mhm. Und dann hat es fürs Meta am Abend eine ganz andere Bedeutung, weil ich dann auch in diese Gefühlsstimmung, in diese Dimension komme, die bei der Kontemplation rausgekommen ist. Ja. Aber Kontemplation möglichst immer nur eine kurze, nicht viel. Eine Zeile oder auf höchstens mal zwei, nicht? Also die zusammengehören. Aber sonst eine Zeile und die kontemplieren sehr gut, sehr gut. Das ist ein wunderbares Thema für eine Kontemplation. Und was bedeutet es? Wie gehe ich damit um? Was für mich und kommt es auch für andere? Kann es ja auch was bedeuten, nicht? Schön. Ja. Also man kann natürlich bei allem, beim Essen, beim Rumgehen, beim Spazieren, überall Achtsamkeit einsetzen. Es wird meistens wie hier etwas gelernt, dass man meistens etwas eher verlangsamt, aber nachher im Leben kann man auch schnell und achtsam sein. Es muss nicht immer langsam gehen.